Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mutant Year Zero. Als wir in der letzten Folge endlich bei der alten Arche angekommen sind, beziehungsweise bei der anderen Arche, haben wir einen Notruf wieder bekommen, den wir eingeleitet haben. Und deswegen werden wir jetzt wieder zurück zur alten Arche gehen und mal gucken, ob wir Goran finden. Viel Spaß. Versucht den jetzt einfach mit meinen dicken Waffen umzuhauen. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Scheiße, Mann. Ja, ganz getötet kriege ich ihn nicht, aber wenn die anderen das nicht mitbekommen, dass ich ihn angreife. Oh, nein, ein HP. Er verbrennt. Er verbrennt. Er verbrennt. Er verbrennt. Ah, ist so geil. Er ist einfach verbrannt. Wie absolut geil war das denn? Wow. Habe ich da drei Spuren gesehen? Nein, zwei. Ja, wir haben einen Jäger und einen Fackler. Dürfte eigentlich hinhauen. Wenn ich es nicht verkacke. Also, Haus der Knochen. Folgende Taktik. Wir greifen an. Dann zack. Nehmen wir den Kollegen ein. Kann ich auch den einnehmen? Super hören. Trefferschank 50%. Gehörst du jetzt mir? Ja. Der ist genauso krass drauf wie Chili. Aber der wird schnell umkippen. Daneben. Scheiße. Ja gut. Wir rennen jetzt einfach mal hier hin. Und ballern ihm einfach mal was in die Fresse. Damit er weiß, dass ich sein Ziel bin. Ganz genau so habe ich es mir vorgestellt. Habe ich ihn gerade mit meiner Silence-Waffe angegriffen? Nee, habe ich nicht. Ich habe ja gar nicht geschossen. Overwatch. Damit er nochmal drauf schießen kann. Wieso läuft er weg? Wieso ist er weggelaufen? Der Tap. Hat Selbstmord begangen. Na gut, ich wusste nicht, dass der automatisch dann direkt zu meinem Feind wird. Wenn nur einer übrig bleibt. Naja, easy. Das war doch. Ich sehe nirgends, da ist eine Waffe drin. Ich dachte, da wäre eine Rüstung drin. Hoffentlich noch so eine geile Silence-Waffe. Gucken wir mal nach. Brandmunition. Eine Pistole der Altvorderen, die Brandmunition abfeuert. Während der alten Kriege aufgrund von Menschenrechtsgesetzen allerdings verboten war. Ja, aber. Er ist jetzt keine so geile Waffe. Ich meine, es hört sich natürlich gut an, eine Waffe, die automatisch Brand macht, aber der Schaden ist, glaube ich, jetzt nicht so krass, oder? Ich meine, Inventar. Wir haben hier 13 bis 16, 13 bis 17, 13 bis 15. Eventuell, ja. Kann zwei Level aufsteigen, der würde auf 14 gehen. Wir müssen das mal kurz austesten. Moment. Eventuell könnte die Karte, die Waffe doch gut sein. Gehen wir mal zur Arche. Dann speichern wir ab und dann gucken wir mal, was wir aus der Waffe machen können. Ich habe nie daran gedacht, abzuspeichern, bevor ich eine Waffe verbessere. Wisst ihr das? Das ist wirklich nicht schlau gewesen. Aber wir gucken mal, was die Troller im Laden hat. Was hast du Neues dabei? Oh, neue Granaten, wow, ist das der Hammer. Ja, wir sparen auf 280 da, dann passt das schon. So, kann ich auch hier drin abspeichern? Nein. Okay, speichern wir mal und dann gucken wir mal, was wir aus der Waffe so zaubern können.
I'm Delta, and you're in my fix pit. I haven't been this lucky since my dad died. So, jetzt muss ich noch ein paar Sachen zerlegen. Für Bummstock. So, jetzt gehen wir hier auf den hier. Jetzt haben wir 10 bis 14, ne? Was kannst du? 13 bis 17. Hey, wärst du lautlos, wäre das eigentlich ganz geil, aber du bist ja nicht lautlos. Es sei denn, wir kriegen irgendwann einen Schalldämpferaufsatz. Dann sind wir OP. Lautlos, ja. 13 bis 15. 35er Crit. Könnte eigentlich genau den gleichen Schaden machen, ne? Nur die Reichweite wird besser sein. 26, 10, ja. Nehmen wir das mal weg. Auf den hier. Crit und Reichweite. Und dann, ja, also... Verbrennen müssen wir sie ja nicht mehr. Deswegen zurückwerfen. Oh, dann haben wir 13 bis 15 und ein 30er Crit. Wie viel Munition hast du? 2. Oh, das ist ja gar nicht mehr eine lautlose Waffe. Achso, das ist ja auch gar keine lautlose Waffe. Ja, die Reichweite ist halt kacke, ne? Also es ist ja schön, dass der Gegner verbrennt, aber... Brauche ich das? Ich glaube nicht. Nee, das... Nee. Nee. Keep thriving, Stalkers. Es hat mir einfach keinerlei Verbesserung gegeben. Wenn es irgendwie einen Schaden mehr gegeben hätte, hätte ich es sofort genommen. Aber so... Das ist irgendwie ein bisschen witzlos, ne? Für eine Waffe so viel auszugeben, nur um im Endeffekt nur einen Feuerschaden mehr zu haben. Das bringt doch nichts. Gut, wenn ich jetzt bei Prips Bar hingehe und sage, hey, Höllenfeuer, wenn das da mit kombinierbar ist. Ja, aber so sehe ich das ehrlich gesagt nicht ein. Naja, vielleicht kriegen wir noch eine andere Waffe. Mal gucken. Die Unterarche, lol. Ja, gut. Im nächsten Gebiet kriegen wir noch eine Waffe, also von daher. Vielleicht kriegen wir hier sogar noch mal eine Waffe. Was auch ganz nice wäre. Ups. Aber ich glaube, die haben das extra so mit den Nebenmissionen gemacht, weil man hier keine Waffen bekommt. Da haben wir schon mal was bekommen. Doch, eine Sache haben wir schon mal bekommen, stimmt. Zwei sogar. Wir haben ja den Helm bekommen. Oder? Da haben wir ihn auch durch so eine Mission bekommen. Ach, guck mal, da läuft jemand durch die Gegend. Hui, ist das hier. Es ist eine ganze Community. Ein anderer Ark. Ich fühle mich strange. Wie dieses Ort ist teeming mit Leben, aber ich kann es nicht herausfinden. Wo ist everybody? Nothing but Pod Ghouls in here. Ziemlich viele. Ja, wir kämpfen uns mal außen rum. Ich sehe da zum Beispiel schon mal die Kapselpflanze. Das ist kacke. Kann ich den Kapselbrenner von hier aus schon töten? Kurz mal speichern, Moment. Das wäre nämlich geil, wenn wir schon mal einen ausschalten könnten. Oh, oh, die Pflanze hat es mitbekommen. Nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich will nicht, dass die Pflanze das mitbekommt. Das ist ein bisschen scheiße. Ich meine, wenn die Pflanze brennen würde, wäre das natürlich geil. Aber so ein Molotow ist halt auffällig. Und die andere Waffe aber auch auffällig. Also so ist es nicht. Das ist ein bisschen ungünstig. Da muss ich auf den Kollegen warten, der hier rumläuft. Die Pflanze darf das nicht mitbekommen. Ich hoffe, der Kollege von ihm bekommt das auch nicht mit. Ansonsten haben wir eine Kettenreaktion. Und er ist außerhalb seines Bereichs. Jetzt müsste es funktionieren. Das Problem an dieser Stelle ist halt einfach. Distribute yourself.
Dass der das höchstwahrscheinlich mitbekommt, wenn das Ding hier kaputt geht, falls in seiner Reichweite ist, ne? Ja, ich meine, probieren kann ich es ja mal. Aber ich glaube, das wird halt nichts. Oder ich plane das perfekt. Ich brauche nur zwei Schüsse für ihn, ne? Das könnten wir rein theoretisch gut planen. Gucken wir mal. Gut, dass wir kritisch machen, sonst wären wir hier echt am Arsch. Shut your raggedy ass up. Okay. Ich brauche zwei Schüsse. Also schieße ich einmal auf ihn. You deserve it. Hoffe, dass er danach keinen ausspuckt. Falls er einen ausspuckt. Overwatch. Overwatchen wir. Overwatch. Ja, wieso spuckst du genau dann einen aus? Oh nein, er ist kurz davor auszuspucken. Perfekt. Weg mit dir. So, der hat es jetzt bemerkt. Nützt ihm aber alles nichts, weil er jetzt tot ist. Say my name. Oh. Uiuiuiui. Das war. Brenzlig. Hier rannte doch gerade noch einer durch die Gegend, oder? Ja. Notiz. Wolfs Gerücht 2. Ich hätte mal wieder ein paar Gerüchte für euch. Erstens, auf den Metallfeldern ist eine große Belohnung zu finden, eine Waffe, die einen intensiven Lichtstrahl abfeuern kann. Zweitens, es gibt Gerüchte über eine Dreiecksbeziehung, bei der Prip im Mittelpunkt steht. Naja, jedenfalls gehört er irgendwie dazu. Könnte etwas mit diesen nächtlichen Kartenspielen im Dunkeln von Prip und Iridia zu tun haben. Ich halte euch auf dem Laufenden. Drittens, es gibt eine struppige Bestie namens Black Ploppy, die braune Eier legt, die an euren Füßen kleben bleibt. Wollt. Wir waren gerade bei den Metallfeldern. Eine Waffe, die Licht schießt. Ah, die Feuerpistole. Lol. Deswegen sind sie dahin. Der Kapselbringer da hinten, ach Gottes Willen. Der kommt doch bestimmt gleich hierher, ne? Den haben wir, glaube ich, hier angefunden. Scheiße, 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 scheiße. Könnt's versuchen. 30 Leben und 2 Rüstung. Hm. Diese zwei Rüstungen, die könnten mich, Weißt du was, ich versuch's einfach mit meinen krassen Waffen. Wer soll das schon hören? Die Pflanze hat ja keine Ohren, ne? Okay, das ist ein bisschen weit weg. Das passt schon. Der ist bis da hochgeflogen. Holy shit. Wer? Der Kapselbringer? Das wäre ungünstig. Laufen wir mal hier rüber. Natürlich kannst du nicht so weit laufen. Kannst du eigentlich groß kann, ey? Bin echt kurz davor, den wieder umzutauschen, weil der nichts kann. Also nicht weit laufen kann. Nein. Die alle haben mich gehört. Oh Gottes Willen. Nee, das wird nix. So wird das nix, Leute. Shit. Dann probieren wir es mit den Silence-Waffen. Ich meine, wir haben ihn nahezu ausgelöscht.
overkillt mit unseren starken Waffen. Von daher könnte es funktionieren, dass wir mit unseren Silence-Waffen was ausrichten können. Blitter Blinkwinkel. Zack. To the bone, baby. Want some more? Solange seine Kollegen nicht ruft. Leck mich doch. Ja, ach komm. Dann knock ich dich um, ganz ehrlich. Ich knock den um. Das ist mir zu doof. Das ist mir zu doof. Alter, der fliegt viel zu weit. Was, wenn ich hier hinlaufe? Den dann umlocke? Ja, das könnte funktionieren. Wie weit die aber auch fliegen, wenn ich die ramme, ne? Das ist unglaublich. Ich muss leider immer hinter Deckung bleiben für den Kritischen. Weißt du, die Armbrust habe ich seit Anfang an. Die muss mal ausgetauscht werden hier. Die erste Waffe, die ich hatte. So, jetzt können wir uns weiter durchprügeln. Gehen wir am besten mal hier hoch, ne? Dann kriegen wir noch einen Bonus. Wie er runterspringt. Der Depp. Komm hoch. Okay. Ja, von hier aus dürfte das eigentlich ein Kinderspiel sein, den fertig zu machen. Aber es könnte immer was schief laufen. Wie zum Beispiel, dass wir nicht angreifen können. Hallo? Kapselbringer? Ich kann den Kapselbringer nicht angreifen. Okay, folgender Plan. Ich will die Kapselbringer töten. Deswegen stelle ich mich irgendwo hin, wo ein Feind ist. Ich hoffe nur, dass ich dann aus der Nummer wieder rauskomme. Dann laufen wir zurück. Los! Lauf um dein Leben! Das Ding hat nicht mal Augen, hallo? I'm gonna warn you again. Vielleicht hätte ich nicht Bomi laufen sollen. Der hat eigentlich die stärkste Silence-Waffe. Aber wir wissen, dass wir 3 Runden Zeit haben, von daher. Komm, gib mir den Rest. Hat das jetzt funktioniert oder sind wir wieder im Kampf? Ja, es hat funktioniert. Es hat einfach funktioniert. Was für eine Billo-Taktik, ey. Ah. Aber die musste weg. Wenn irgendwas passiert und die dann irgendwie aktiv wird, dann habe ich ein Problem. Deswegen musste ich ein bisschen komplizierter machen. Ach, guck mal. Wir haben uns schon durchgeschlagen. Aber ich gehe natürlich nicht weiter. Ich will den Rest natürlich auch töten. Wobei, ich muss das eigentlich gar nicht mehr wegen der Erfahrung. Ja, gut, der Elch braucht noch Erfahrung, aber ansonsten. Na komm, machen wir es einfach mal. Weil wir es können. Weil ich alles ausschalten will. Alles in dem Spiel. Guck mal, der hat schon mal nichts drauf, der Typ. Also kann sein, dass hier noch irgendwo Waffen versteckt sind, ne? Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Habt ihr gut überlegt, liebe Kommentare-Schreiber.
Gut überlegt. Hoch, hoffentlich sieht das der da oben nicht. Er guckt eigentlich genau zu, wie ich seinen Kollegen töte, aber hey. So, und da wir jetzt drei Gegner ausgeschaltet haben, können wir den da hinten wieder umboxen. Falls der was merkt. Der Kapselbringer. Ich würde den da oben gerne ausschalten, bevor ich den Kapselbringer angreife. Ja Leute, und das war's für heute. Leider noch kein Lebenszeichen von Goran, obwohl wir die ganze Ebene schon abgeklappert haben. Wir werden hier jetzt noch die letzten Gegner besiegen und dann gucken wir mal, was passiert. Bis morgen. Ciao.